Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie auch heute ganz, ganz herzlich bei Thalia auf der Landstraße begrüßen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass heute so viele Leute zu diesem doch sehr speziellen Thema kommen. Sie wollen wissen, wie Sie mit der Strahlung umgehen sollen? Bitte schön. Ernst Schwarzhans, hallo. Wenn du 2 Stunden an der Sonne herumliegst, dann kriegst du eine rote Haut. Wenn du zu lang, noch länger liegst, dann kriegst du Bläschen. Wenn du noch länger liegst, dann hast du Schmerzen, da hast du ein Problem auf der Haut. Und das ist Strahlung. Und das ist mit dem Handy dasselbe, das ist mit dem iPad dasselbe, das ist mit dem Strom dasselbe. Alles, was du zu viel bekommst, führt zu einem Problem. Das ist beim Essen so, das ist einfach, so ist das Leben. Wenn man zu Hause wohnt, dann wird man schlecht beeinflusst von sich selber, weil man ist das gewohnt. Ich meine, wenn ich Xylla Dekordecken an der Decke habe, aber Gift da oben und habe das Däfer gestrichen, dann merke ich das ein Leben lang nicht. Nach 30 Jahren ist das natürlich abgedampft und geringer, aber es beeinflusst ja nach wie vor, weil das eine Langzeitbeeinflussung ist. Und so ist es auch mit der Strahlung. Durch viele Kundenbesuche, im Schnitt habe ich 800 Kunden besucht. Ich bin ein Mann der Tat. Ich gehe zu Freunden, zu Kunden raus und versuche zu ergründen, was brauchen die in der Raumausstattung, was fehlt ihnen, geht es ihnen gut, geht es ihnen schlecht. Gut. Und dann habe ich gefragt, ja, was fehlt denn? Und dann sagt der eine, ja, nervlich, ich zittere, ich habe einfach zu viel Druck im Beruf, ich kann nicht mehr schlafen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir entschlossen, mich diesem Thema Schlafen in der Tiefe mehr anzunehmen. Ich habe versucht, das Schlafzimmer so zu zerlegen, dass ich mir gedacht habe, ja, was könnte denn da fehlen bei dem einen und anderen Kunden? Weil ich habe ja die gute Eigenschaft gehabt, die Kunden auch zu behalten. Warum? Weil sie sich ernst genommen fühlten. Aus der Erfahrung weiß ich, dass zum Beispiel Kopfschmerzen ein Problem sind, innere Unruhe, Schlaflosigkeit, man ist einfach länger wach, man wird ja ernährt. Man muss ja das so sich so, man kriegt ja mehr Energie in den Körper. Nur ob die Energie gut oder schlecht ist, wenn man zu unruhig ist, dann wird natürlich ein Hauptproblem auch ausgelöst, das Melatonin. Das kann nicht mehr so gebildet werden, wenn Sie nicht schlafen, wenn Sie mit zu viel Licht ins Bett gehen. Zu viel blauen Lichtanteilen, weil die blauen sind die kürzeren Wellen. Dann kriegen Sie ein Schlafproblem. Ich habe zum Beispiel eine Methode gefunden, Restless Legs. Das sind die unruhigen Beine. Wenn man so schläft und es langsam so beginnt zu kribbeln, dann müssen Sie wieder aufstehen, alle 2 Stunden, und müssen gehen, dass das wieder weggeht, weil Sie haben das Gefühl, Sie haben taube Beine oder taube Arme. Das ist meistens auf Strom zurückzuführen. Dass einfach Sie mit Strom versorgt werden, und da gibt es auch Abhilfen, und in meinem Buch beschreibe ich das, in beiden Büchern übrigens, sehr, sehr klar, wie man dem Abhilfe schaffen kann. Man kann schirmen, man kann zum Beispiel die Kabel ausziehen und kann sagen, ich nehme geschirmte Kabel, weil ja geschirmte Kabel, ein geschirmtes Kabelsystem hat praktisch einen Schutz, dass elektromagnetische und elektrische Felder nicht abgestrahlt werden, weil die können ja bis 2 Meter ins Bett abstrahlen. Mein großes Ziel ist, das weltweit beste Bett zu produzieren. Nicht den Scheiß zu verkaufen, sondern was Gutes, was Ehrliches, was ein Bett, das Fundament hat. Von der Matratze, vom Boden bis hin zur Beleuchtung. Darum meine Forschungsarbeit in der Zukunft wird Absorption sein. Ich lösche die Strahlen. Das wird meine große Herausforderung werden. Denn schicke nicht eine Fremdstrahlung oder eine eigene Strahlung dem Nachbarn rüber. Weil wenn ich schirme, schicke ich alles dem Nachbarn. Dann hat er noch mehr Scheiß am Knack, deutsch gesagt. Und ich versuche, eine Lösung zu finden fürs Bett. Darum das weltweit beste Bett gibt es noch nicht. Absorption. Mit dem Buch 3 Personen genannt, die sogar namentlich
sich bereit erklärt, weil so begeistert waren die und sind sie heute noch. Die umarmen mich immer, wenn ich komme. Ich habe zum Beispiel in St. Anton am Arlberg eine Spontanheilung erlebt, Familie Mattis. Er war Getränkelieferant für die Hotellerie. Ich kannte ihn schon 10 Jahre davor. Mein Sohn hat ihn betreut und der ist dann hin und dann hat er halt gesehen, den Leuten geht es wirklich schlecht. Die sind in ein schimmelverseuchtes Althaus gezogen und haben dann einen Meter runtergegraben, haben die Schimmelsanierungen dann gemacht und die haben einfach kein Vertrauen fürs Haus gehabt und haben eine Wohnung gekauft und sind dann in die Wohnung gekommen und dann hat dann die Maria Mattis gesagt zu ihrem Mann, weil er nicht gut benannt war, du, wir müssen uns jetzt einfach Hilfe holen, der soll uns einmal die Möbel anschauen, der soll uns einmal schauen, wie die Wohnung energetisch beieinander ist. Und dann hat mir mein Sohn angerufen, da bin ich hingefahren und dann habe ich halt schon gesehen, na, pff, die haben Sachen verkauft oder gekauft, das geht gar nicht. Das habe ich sagen müssen und ich war vorsichtig. Ich wollte ja den Leuten nicht das Geld aus der Tasche ziehen, sondern ich habe eigentlich wirklich alles gemessen, das haben sie dann gesehen. Und die haben ein Bett gehabt mit Federkern drinnen und Silberionen, beschichtete Matratzen und eine Wand mit extrem vielen Stromleitungen im Bett, im Kopfbett. Und ich habe ihnen gesagt, bevor ich da einen Nagel setze, ich mache euch gar nichts. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr krank seid, nützt die ganze Schönheit nichts, ein wunderschönes Ambiente zu schaffen. Da investiere ich doch nicht in Schönheit, da investiere ich in die Gesundheit. Und sie haben mir dann auch vertraut und ich habe es dann durchgeführt und der hat restless legs gehabt, der hat extreme Probleme gehabt, nie mehr schlafen können, abgemagert bis auf die Knochen. Der ist 75 Jahre, ist heute top gesund. Ich habe eine wissenschaftliche Wohnung. Ich habe meine Wohnung verkauft, ich habe das ganze Geld ins Wissen gesteckt und habe sie dann gemietet von der eigenen Firma und habe alles immer wieder eingebaut, was ich an Produkten bekommen habe. Bin selber drin geschlafen, ich habe größte Rückenprobleme gehabt. Ich habe Zeiten erlebt, da konnte ich nicht mehr aus dem Bett, ich konnte nicht mehr aus dem Auto steigen. Ich habe zwar immer versucht zu arbeiten, am Morgen war es ganz schlimm. Untertags ist das wieder ausgelaufen. Aber man denkt, da stimmt doch was nicht, das gibt es ja nicht. Jeden Tag das gleiche Problem. Und dann habe ich wirklich einen faradäischen Käfig gebaut. Der erste, den ich gebaut habe, war bei mir selber. Ich habe in der Zwischenzeit über 300 gemacht. Und da habe ich dann gelernt, okay, wie streicht man, wie schaut es mit der Farbe aus, dass die biologische Verträglichkeit funktioniert. Allein mit Farben habe ich fast 3 Monate nur getestet. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin jetzt in den letzten 3 Wochen in 12 Betten geschlafen. Ich bin ja jeden Jänner mehr oder weniger unterwegs auf Messen. Ich fahre ja heute Nacht wieder nach Salzburg auf die Messe, wieder in einem anderen Bett. Und ich habe lange nicht mehr so schlecht geschlafen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin so mit meinem Schlafzimmer zufrieden. Ich weiß, ich bin richtig dran. Ich bin mir vom Herzen her, vom Solarplexus, von meinem Bauchgefühl, sagt man einfach, schon wenn ich reinsteige, okay, mein Bett ist einfach ein super Bett. Aber ich habe immer wieder verbessert. Diese Themen für die Jugend, für unsere Kleinsten, für unsere Enkel gut aufzubereiten und nicht, ich möchte einen Fußabdruck noch hier hinterlassen. Ich möchte was Gutes tun. Und das geht über Wissen und das weiß ich. Da bin ich momentan gut dran und da versuche ich jetzt einfach die noch besseren Lösungen zu bringen, dass wir wirklich gut schlafen, gut leben können. In seinen beiden Büchern zeigt der Raumausstatt- und Strahlenschutzexperte Ernst Schwarzhans mit vielen praktischen Tipps, wie Sie sich vor der Strahlenflut schützen und in Ihren eigenen 4 Wänden gesünder wohnen.